Moin moin und herzlich willkommen hier zurück auf der Rehbach. Ich bin der Ernie und ihr seht's, Rehbach Milchviehbetrieb. Was ist hier passiert? Es ist eine Menge passiert. Ich hatte ja schon seit langem mit dem Gedanken darüber gespielt, den Betrieb zu wechseln, weil der andere einfach zu klein ist und so. Ja, was soll ich sagen? Ich habe alles verkauft. Ich hatte ja, dann habe ich ja auch noch geschlafen, den Auftrag erfüllt, geschlafen. Dadurch kam Geld rein, dann durch das Schlafen bei der BGR, da kam ordentlich Geld rein. Durch das Verkaufen des Hofes, der beiden Wiesen und dem Schuppen, wo unser Multilager drin war und alles. Dadurch kam alles Geld zusammen. Dann habe ich noch ein paar Sachen so verkauft, die ich ja nicht mehr brauche. Zum Beispiel das Wasserfass, das war jetzt nicht ganz so viel, aber wie gesagt, hier musst du kein Wasser mehr anliefern. Ja, unser neuer Hof, Bauernhaus, ne? Ganz nett hier so mit außen, Waschküche. ja, wir haben ja auch so eine kleine Pferdeweide mit dran, aber noch keine Pferde. Habe ich im Moment auch kein gesteigertes Gefühl für, aber kann ja alles noch kommen. Ja, wie gesagt, wir fangen mal an. Unser Kuhstall hier. Ich habe unsere 5 Kühe mit rübergenommen. Auch das Futter, was wir noch alles hatten, mit rübergenommen, um sie zu füttern. Das Stroh habe ich komplett mit rübergenommen. Ja gut, ist jetzt keine Außenweide mehr. Es sind jetzt Stallkühe. Aber mal gucken. Vielleicht lassen wir uns da auch noch was einfallen. Unser Mähdrescher, den habe ich da weggeholt und hier hingestellt. Ja, unser Kipper, unser Grubber, die Sämaschine. Ja, unser Fendt und unser Ladewagen. Den anderen Trecker, den kleinen, habe ich verkauft. Ich musste mir jetzt ja so einen kleinen Radlader holen, weil das ganze Gras, was wir natürlich noch auf der Wiese haben, das habe ich vorher noch runtergeholt und hier eingelagert in unser Kai-Silo, in unser neues, und verdichtet und schon abgedeckt. So, dann haben wir jetzt hier 2 Wiesen. Einmal hier vorne gleich die eine. Und wir haben hier hinten auch noch eine Wiese. Es geht hier einmal um den Hof rum. Wie gesagt, das sind Felder, was heißt Wiesen, das sind Felder mit Gras drauf, die ich dann aber auch noch, wenn ich es möchte, umgestalten kann. Aber wir haben ja noch unsere anderen beiden Felder, die musste ich Gott sei Dank nicht verkaufen. Das Milchpass haben wir jetzt auch behalten, weil es jetzt ja automatisch durchpasst. Dann haben wir hier noch ein Silo für Saatgut und Mineraldünger, auch das ist schon gefüllt. Dann haben wir jetzt auch einen Schwader. Wir haben den Striegel, kennen wir noch vom letzten Mal, und ein Quatsch. Ein Wender da hinten und hier der Schwader. Jetzt haben wir es. Ja. So, hier sind noch 2 Pferdeboxen. Die kann man sogar aufmachen. Aber wie gesagt, Pferde habe ich jetzt noch nicht. So. Was haben wir jetzt noch Schönes? Ja, den Kuhstall hatten wir. Dann haben wir jetzt hier noch, genau, noch einen, ja, wie soll ich sagen, eine Scheune, die hier mit untergebracht ist für Material oder halt auch Fahrzeuge. Dann habe ich jetzt hier, wenn ich das Tor auf einmal mache, den meisten sagt es ja schon was mit der Markierung, hier eine Werkstatt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Wir können also jetzt hier auch nochmal Fahrzeuge reparieren und modifizieren. Dann haben wir hier unser Silo. Jawohl. Dann einmal hier rum. Hier hinten habe ich jetzt noch einmal für unsere Mischration eine kleine Mischstation halt, wo dann halt Silage, Heu und Stroh reinkommt. Kein Mineralfutter mehr, sondern wirklich nur noch diese 3 Komponenten. Da ich jetzt ja aus unserer Produktion, ein Stück zurück, nicht so laut, aus unserer Produktion das ganze Zeug mitgenommen habe, ins Silo eingefüllt habe, der nimmt es sich wohl direkt rüber. Aber wenn das aufgebraucht ist, habe ich jetzt hier, das kann ich euch jetzt mal zeigen, da sieht man jetzt nur den Button, aber das ist jetzt hier, da können dann Silageballen in Rund und in ja, Kastenform können hier eingelagert werden. Man muss halt vorher immer die Größe angeben. Und dann entsteht hier so ein richtiger Haufen halt, wie es halt so auch normal ist. Und ich fand den gar nicht so verkehrt. Mal gucken. Wie gesagt, noch haben wir ja. Dann, ja, wie gesagt, wenn ich jetzt in unser Lager nochmal reingucke, also in unser Silo jetzt, in unser neues Silo, da haben wir Milch, das ist jetzt der Kuhstall, die Mischration haben wir noch, wir haben Silage, was jetzt auch auf jeden Fall auch in unsere BGA rein muss.
Da muss jede Menge rein, weil, wie gesagt, warte mal doch hier. Silage ist leer. Gülle ist noch ein bisschen was drin, aber da muss dringend aufgefüllt werden. Mist muss wieder rein. Na, das müssen wir alles sehen. Wie gesagt, das holt er sich jetzt hier gerade alles aus dem Silo raus und produziert davon halt dann noch neues Kuhfutter. Das heißt, wir sind, was Futter und Stroh erstmal angeht, na gut, Stroh werden wir nochmal irgendwann machen müssen, sind wir versorgt. Aber es eilt jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal, wir haben uns erstmal hier in unseren Tracker begeben. Den habe ich jetzt erstmal hier abgestellt vorhin. Es war ein Umzug. Meine Herren, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, wartet mal, jetzt muss ich hier erstmal, Gott, ja. Moment, ein Stück hoch. So, jetzt können wir besser gucken. Das war ein Umzug. Meine Fresse, an was du alles denken musst. Leck mich am Arsch. Aber ich glaube, ich habe jetzt an alles gedacht. Es ist so viel Geld bei abgefallen, dass auch noch, sag schnell, etwas von unserem Kredit mit runtergekommen ist. Der ist nicht mehr ganz so hoch. Ne? Da haben wir auch noch mal ein bisschen was bei rausholen können. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gemerkt, die BGR war die absolut richtige Entscheidung. Definitiv. Weil die wirft nicht erst um 12 ab, sondern über den ganzen Tag verteilt wirft die ab. Ne? Also nicht wundern, wenn dann der Kontostand sich mal jetzt auch im Tage so ändert. Die wirft den ganzen Tag über immer was ab. Das heißt, es ist keine Sammelüberweisung. Das ist ja so, wie es gerade verkauft wurde, beziehungsweise produziert wird von dem Methangas und von der Energie her. So, jetzt werden wir den erstmal. Warte mal, komme ich da durch? Obwohl, ich könnte auch versuchen, da. Ach, ich fahre einfach über die Wiese und dann machen wir das so. Wir können uns auch so hinstellen, das können wir auch. Und dann so rum zur BGA fahren. Das ist ja überhaupt kein Problem. So würde ich sagen, ne? Ja. Machen wir so. Sehr schön. So, dann einmal wieder raus. Ja, jetzt geht das so langsam los hier, dass wir halt auch viele Dinge mehr die Hand anlegen. Der hat jetzt dieses ICIQ nicht, aber das ist jetzt ja nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. So, Motor an. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Ja, funktioniert alles. Dann fahren wir jetzt mal zurück und werden jetzt mal unseren Kipper beladen. Ich hoffe, der reicht jetzt auch von der Armlänge. Also den, sag mal schnell, unseren Ladewagen, den werde ich wahrscheinlich damit nicht beladen können. Na? Geht denn hier was rein? Hallo? Oh, was ist denn jetzt hier los? Jetzt müssen wir mal gucken. Einmal kurz von außen mit. Man macht das ja auch viel zu selten. Ach, ja. Wenn man es natürlich nicht richtig die Schaufel runterlässt, dann kann da auch nichts reinkommen. Ne? Das ist logisch. Das ist, macht Sinn. Macht Sinn. Ne? Man muss ja erstmal wieder reinkommen. Ja. Nee, ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe ja immer, wie ihr wisst, mit loser Schüttung gearbeitet. Aber jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ihr merkt das auch. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Produktion mehr, die uns jetzt heu oder Silage produziert. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch den Hofwechsel, weil der das ja auch nicht hat, voll auf Handmade. So. Okay, das will er nicht. Ja. Und mal schauen. Ja, jetzt kommt er. Da hat er. Ja, schön wegnehmen. Jetzt geht es, wie gesagt, alles auf Handmade. Das heißt, jetzt dann nach Mähen dann wirklich auch wenden, wenn wir Heu brauchen, dann wieder rüberschwadern, dann aufnehmen. Und ich bin am Überlegen, wenn wir dann die nächsten großen Einnahmen haben, um uns, ja, wie gesagt, Ballenpresse zu kaufen. Also ich bin da jetzt wirklich, ich bin eigentlich drauf und dran. Eigentlich, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich bin mehr so der lose Typ, aber ich glaube, auf der Karte macht es Sinn, dann auch wirklich mal, ja, auf Ballen zu gehen, ne? Und ich glaube, dadurch, wenn wir dann auch dieses Equipment komplett haben, dann können wir auch dann noch ganz andere Aufträge annehmen. Also ganz verkehrt ist es jetzt nicht, würde ich mal so behaupten. Ansonsten natürlich, das habe ich natürlich wieder nicht am Anfang gemacht, entschuldigt bitte, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund. Ist ja eigentlich immer so meine wichtigste Frage mit. Seid mir nicht böse, aber ich bin gerade so ein bisschen, ja, jetzt mit dem Einschaufeln hier so ein bisschen wortkarg, um erstmal zu gucken, dass das auch alles jetzt hier so
funktioniert, dass ich das hier vernünftig hier hinbekomme, mich hier nicht ganz so dolle blamiere. Aber es wird langsam. Es wird. Nein, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, es hat jetzt ein ganz anderes Bild. Ich hätte auch nicht gedacht, ich habe das, wie gesagt, 5-6 Mal durchgerechnet. Aber dass das so gut, dass der Plan sich so gut umsetzen lässt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Herren. Also, das war nicht schlecht. Das war in Ordnung. Funktioniert ja auch ganz gut hier, so wie es aussieht. Dann kam ich natürlich auch mal wieder in den Genuss hier, die Silage reinzukippen rückwärts und alles zu verdichten. Ja, da kam, musste ich ja dann auch noch ein Schild haben und dergleichen. Das war alles noch mit drinne. Und wie gesagt, der Kuhstall ist halt so, da brauchst du kein Wasserfass mehr. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also wenn das einer weiß, ist, warum das so ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ansonsten nehmen wir das jetzt mal so hin. Aber ich glaube, ein, zwei Kuhställe waren wirklich dabei, ne? Wo das nicht so war mit dem Wasser. Aber gut, dann ist das so. Ja, dass die Kühe jetzt natürlich nicht mehr draußen sind. Aber das ist, glaube ich, auch bauartbedingt. Da hat er hier einen anderen verbaut. Das ist dann halt so. Ja, wie gesagt, jetzt ist alles ein bisschen mehr handmade. Es dauert jetzt alles ein bisschen, aber gut, wir sind ja auch nicht auf der Flucht. Und so hast du jetzt halt auch andere Aufgaben, die du jetzt hier nebenbei erledigst. RCS. Naja, machen wir uns mal ein bisschen die Finger schmutzig. Muss ja auch mal sein, ne? Ist halt so. So. Also 1000 Liter gehen rein. Das müssten 8 Schaufeln sein. Dann müsste der voll sein. Ich hatte jetzt gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, gleich ist er vorweit. Ja, ich glaube, ich habe so langsam auch das Gefühl wieder raus mit der Schaufel. Das klappt alles wunderbar. Wie gesagt, sobald Geld reinkommt, dann wird der natürlich auch mal ausgetauscht. Dann kommt auch ein größerer. Dann können wir auch den Ladewagen mal voll machen. Dann, da kriegst du ja 26.000 Liter rein. Ja. Jetzt ist er voll. Jetzt scheint er voll zu sein. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, der ist voll. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir den erstmal hier rein. Dann ist er aus dem Wege. Und dann können wir schon mal eine Runde, würde ich sagen, jetzt zur BGA fahren. Ehrlich. Sehr schön. Naja, hat ja auch mal ein bisschen was anderes. Ne? Es hat jetzt auch ein bisschen mehr davon. Ist doch in Ordnung. So, dann wollen wir mal. Ach, die Tür ist sogar noch auf. Da hat der Ernie ja mal mitgedacht. Sehr schön. Zack. So, anmachen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ist das ja eigentlich jetzt diese Hauptstraße. Bis zu der Einkreuzung und dann rechts. Aber da werden wir gleich mal gucken. Ja. Ja, wie gesagt. Sorry. Die beiden Wiesen sind weg. Musste ich mitverkaufen. Der Hof ist weg. Das Silo, wo der, das Multisilo, wo der Drescher mit drin stand, ist weg. Musste ich alles verkaufen, damit wir umziehen konnten. Und dann, wie gesagt, der Schwader und der Wender noch mit drin waren. So, jetzt muss das hier rechts sein. Aber es hat geklappt. Und wie gesagt, es hat mich nicht enttäuscht. Die Mega-Einnahmen, die wir jetzt in dem durch die BGA haben. Ganz klare Geschichte. Es war, und es kommt selten vor bei LS22 bei mir, das war die richtige Entscheidung. Ne? Also die schmeißt wirklich ab. Und ja, wir haben ja nun auch Futter, um sie zu füttern. Da werden wir finanziell, brauchen wir uns, glaube ich, jetzt keine Sorgen mehr machen. Wenn ich nicht prinzipiell noch alles falsch mache. Kalk müssen wir nämlich nochmal holen. Das werden wir uns mit ins Silo kippen, damit wir es dann vor Ort auch haben. Dann brauchen wir nicht ganz da hinten immer hin eiern. Aber alles Schritt für Schritt. Alles nacheinander. So. Dann wollen wir sie mal wieder füttern. Nee. Super. Wir haben jetzt ungefähr noch 200.000 Kredit. Ich sehe dem jetzt ganz locker entgegen. Ganz locker. Ohne Scheiß jetzt, ehrlich. Dem sehe ich jetzt ganz locker entgegen.
Es lohnt sich doch manchmal zu investieren. Es ist nun mal so, wie es ist. Es lohnt sich echt zu investieren. So, dann haben wir das erste nämlich wieder drin. Das sind unsere Kühe. 5, wie gesagt, ihr seht es auch nochmal hier. 5 hatte ich mit rübergenommen. Klar, jetzt hat es uns ein bisschen wieder zurückgeworfen, aber alles gut. Ist nicht schlimm. So, Silage, das machen wir jetzt mal wieder an. Da geht noch ordentlich was rein. Das heißt, wir können da noch ordentlich was hinfahren. Gülle, ja, müssen wir gucken. Und Mist, das ist ja, wird jetzt erstmal wieder alles produziert. Es ist so, wie es ist. Ab dafür. Sehr schön. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und diesmal ist der bei mir wirklich mal aufgegangen. Also, ich freue mich gerade hier wie so ein kleines Kind beim Kacken, ne? Also wirklich wie so ein Schnitzel da. Ehrlich. So, ja, er hat ja nun auch wieder, ich hatte es ja für ihn besät. Er ist nun auch wieder. Musste ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, 2 Abende, 3 Abende... Irgendwie so, so ein paar Abende habe ich schon gepennt, damit ich das, wie gesagt, alles so machen konnte. Unsere Felder, die brauchen noch ein bisschen. Die sind zwar schon grün in dem Erntevorschritt, aber erntereif noch nicht. Ich denke mal so ein, zweimal schlafen. Oder einmal vielleicht, ich weiß es jetzt nicht. Dann passt das auch. Dann können wir da nämlich den Raps runterholen. Bringt uns auch noch mal Geld, wie gesagt. Und dann, wenn das Geld einmal läuft, würde ich sagen, ein Stück zurück, so, würde ich sagen, dann können wir auf jeden Fall auch mal darüber nachdenken, uns eine Produktion noch zu kaufen hier im Ort, ne? Also ich dachte ja dabei mehr oder weniger an die, kommen wir hier eigentlich rein? Nee, hier kommen wir nicht rein. An die Molkerei, weil ich bin ja scharf auf Käse, ne? Also Milch hin, Käse raus und noch teurer verscheuern, ne? Das wäre schon was. Das wäre eine Idee. So. Ja, wie ich hier drehe, dann, obwohl ich könnte so fahren. Also, das können wir gleich mal ausprobieren. Weil ich habe mir extra nämlich dieses Tor hier dafür ausgesucht, dass wir hier immer mit dem Kipper reinfangen. Immer gerade durch und weg. Und damit, genau, super, sind wir dann wieder in der Ausgangsposition. Wie gesagt, alles, was hier im Bunkersilo drin ist, kam alles von Devisen. Habe ich alles runtergeholt, bevor ich sie verkloppt habe. Ne? Also ich habe nichts verkommen lassen. Wir haben alles mitgenommen. Boah, ich war richtig gut. Ich war richtig gut. Ich weiß, man soll ja nicht so eingebildet sein, aber was das angeht, da war ich doch richtig gut. Lieber Kukuschinski. Ah! Ja, da könnt ihr den Ernie ruhig mal loben in den Kommentaren. Jetzt mal ganz ohne Scheiß jetzt. Ja, da hat er einen, da hat er einen aus dem Hut gezaubert hier, wa? Ja. Sag ja. Wird ein Betrieb leiten. Nein, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich eine Kleinigkeit hier in dem Sinne. Ach ja. So, 1. Sehr schön. Ja, man kann das natürlich hier auch mit dem Förderband machen. Da war ich erst am Überlegen, aber ich dachte mir, nö, jetzt hast du mal Bock darauf. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Aber wir haben ja eigentlich Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir keine Zeit haben, ne? Das ist alles easy. Ne, so ein bisschen mal entschleunigen hier, ne? So ein bisschen mal den Druck rausnehmen. Einfach die Landwirtschaft auch mal genießen. So soll es doch auch sein. Und wozu macht man das sonst hier? Man spielt das ja, weil man daran Spaß hat. Ne? Und dann so ein bisschen mal abzuspannen. Ja, und ihr guckt es euch halt bei mir an, um für euch mal so ein bisschen aus dem Tag rauszukommen. So soll es sein. Zack. Ja, warte mal, wie viel ist denn hier überhaupt drin? Wir haben jetzt hier noch etwas über 300.000. Wie gesagt, da kam ordentlich was runter. Wir haben ja immer schön gekalkt auch. Ne? Also der Ertrag war ja immer zu 98% war der da drinne. So. Nächster. Ja, in diese Schaufel gehen halt nur 1000 Liter immer rein. Aber das ist halt so, weil ich glaube nicht, dass ich mit dem Frontlader hier bis oben in den Ladewagen reingekommen wäre. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, was gibt's sonst Neues? Wir haben gestern noch schon was gegrillt, die Reste noch, herrlich. Heute ist ja ein bisschen kühler, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also heute Aufnahmetag, was haben wir heute? Dienstag, also das heißt Mittwoch werdet ihr das morgen sehen. Bei uns ist es heute hier sehr kühl, ne? Es hat auch geregnet zwischendurch. Und da hatte ich dann mal so entschieden, da ich ja eh zu Hause bin und Zwangsurlaub habe durch meine Pumpe, kann man heute auch mal wieder in der Bude hier im Haus kochen. Dann heizt sich das nicht ganz so auf. Wie gesagt, es ist maikühl draußen so ein bisschen. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht, aber ich soll ja irgendwie deutschlandweit so ein bisschen so sein. Ne? Bis auf ganz im Süden, da soll es ja wieder richtig warm werden, glaube ich. Wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe. Da sollen ja die Temperaturen wieder richtig kommen. Nö, und dann, wie gesagt, dann gibt's was? Ja, jetzt seid natürlich gespannt, was mache ich. Ja, klar. Heute gibt es Kartoffelbrei mit Fisch. Ne? Also meine Frau, die isst ja gerne Fisch. Ich habe dann noch drei, vier Bratwürste von gestern übrig. Die mache ich mir dazu halt warm und dann passt die Geschichte auch. Ich esse zwar auch Fisch, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh ja, ich muss das jetzt unbedingt haben. Ne? Unbedingt. Nein. Nein, das muss ich nicht haben. Nein, nein. Aber wenn ich an der See bin, natürlich, dann Fischbrötchen gehört dazu. Das ist eine ganz klare Sache. Das mache ich dann auch. Ne? Das mache ich dann auch auf jeden Fall. So. Wie sieht es eigentlich aus hier? Eine oder was? Werden wir gleich sehen. Oder ob er schon voll ist, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt wieder nicht mitgezählt. Aber wie denn auch, wenn ich mit euch spreche. So. Einmal voll machen, bitte. Danke. Da werden wir noch. Ach, da werden wir noch einiges raus. So. Dann wollen wir die auch noch mal reinmachen. Ja, würde ich sagen, voll. Kann die auch wieder weg. Jo, Mensch, dann haben wir heute einen Hochfunkgang gemacht. Wir haben auf jeden Fall jetzt. Was wir jetzt noch machen, weiter unsere BGA gefüttert. Ne? Ach, dass mein Traum da so schnell von wahr wird, dass wir so schnell umziehen, ich hätte es ja nicht gedacht. Aber gut. Aber gut. Manchmal kommt er schneller, als man gucken kann. Ist halt so. So, alles dran, alles drin. Und weg hier. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe. Oder war das jetzt gestern, wo ich ACS gedreht habe? Egal, ich sag's nochmal. Nochmal vielen lieben Dank für die neuen Abonnenten, die zu mir gefunden haben. Da freue ich mich sehr drüber. Über jeden einzelnen freue ich mich. Dankeschön, Dankeschön. Und ich hoffe, ich enttäusche euch nicht und ihr habt Spaß daran, meine Folgen hier zu gucken. Meine Videos, LS oder ATS oder The Bass, je nachdem. Was euer Favorite ist und worauf ihr so steht. So. Ja, Ingame-Zeit 8:20 Uhr. Das heißt, der Tag ist noch lang. Da kann auch viel passieren. Werden wir sehen, was wir beim nächsten Mal dann auch, wie es dann weitergeht. Wichtig war es jetzt mir erstmal, dass wir auf jeden Fall, dass ich euch den Hof jetzt zeige. Ist ja klar, das Neueste vom Neuesten an Informationen. Und dass wir halt jetzt unsere BGA wieder anfüttern, weil das ist jetzt mit unser Schwerpunkt, also eigentlich unser Hauptschwerpunkt, womit wir unser Geld verdienen. Ne? Und wodurch einiges andere dann auch leichter für uns wird. Würde ich mal behaupten. Ne? Und dann, ach nee, ich kann ja die zweite nehmen. Und dann werden wir irgendwann sehen, wann auch immer, ob wir mal einen Mapwechsel machen. Größere Karten mal nehmen, wie auch immer. So. Runter damit. Rein damit. Ja. Jawohl, immer rein damit. Supi, supi, supi. Dann müssten wir jetzt ja um die 16.000 Liter drin haben. Wir schauen mal. Ja, so um die 16.000 Liter gehen da. Da geht noch auf jeden Fall was rein. Da können wir dann nochmal 24.000. Ja, so 8,5 können noch rein. Ja. Und meine lieben Kühe, unsere lieben Kühe produzieren jetzt ja auch wieder. Das heißt,
Da kann demnächst dann auch wieder der Mist mit rein. Und die Gülle. Wir wollen ja an unsere Gärreste kommen. Obwohl Gärreste... Moment mal. Wir haben doch eigentlich auch schon Gärreste, ne? Ja, schon 14.520. Ha! Hätte ich mir das Dünger, glaube ich, sparen können, wa? Im Zweifelsfall verkaufen wir es noch. Wieder. Verkaufen wir es wieder. Wir werden das mal ausprobieren. Obwohl, nein, Dünger brauche ich ja für die Sämaschine. Da kommen wir nicht drum rum. Die hat ja Dünger noch mit drin. Da kommen wir nicht drum rum. Es sei denn, wir stellen wirklich um und sagen, Sämaschine jetzt ohne Dünger. Aber, mal gucken. Auf jeden Fall können wir jetzt eine Stufe definitiv mit Gärreste machen. Das finde ich mega. Das finde ich mega. So. Ab zum Hof wieder. Mal gucken, da kommt einer. Da, hier, guck sie an. Da. Stück wieder zu weit, ne? Und schon meckern sie wieder. Da war ich noch nicht mal das Gewicht vorne mit dran. Mann, 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 Mann. Sag mal, haben die hier eine Dose aufgemacht? Oh. Alter. Oh, jetzt schaffen wir es aber. Und rum. Zack. Komm schon, der nächste. Ach ja. Nee, sonst ist sie ja wirklich schnuckelig, die Karte, ne? Sonst ist sie doch wirklich schnuckelig. Kann man nicht anders sagen. Du kannst aber keinen Rundkurs machen. Du kommst nur von der einen Seite ran. Egal. Wir könnten jetzt aber auch... Haha, habe ich gerade gesehen. Um wieder in Ausgangsposition zu kommen. Oh, ich glaube, den hätte ich hier weiter rübersetzen müssen, ne? Oder? Passt es? Mal gucken. Können wir auch so rumfahren? Mal schauen. Das müsste doch auch passen. Na, siehst du wohl. Ja, unser Schwader. Hier sind die großen Teile, jawohl. Mal sehen, ob es dafür noch eine Halle gibt. Irgendwann mal gucken. Aber ansonsten finde ich den ja so vom Platz her völlig ausreichend im Moment. Also super, wir kriegen alles unter. Und die Ballenpresse, die werden wir dann auch noch ganz entspannt mit unterbekommen. So, jetzt fahren wir noch ein Stück vor, damit wir schön wieder rankommen. Sehr schön. Aus das Ding. So. Dann würde ich sagen, Freunde, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ihr habt jetzt den kompletten Hof gesehen. Wenn ihr noch irgendwas vergessen habt, spult nochmal zurück. aber ansonsten, klar soweit, ne? Also Umzug hat geklappt. Ich bin mega glücklich. Auch ein größerer Kuhstall. Ja, Außenweide jetzt nicht, aber ich glaube, für diesen Kuhstall gibt es auch keine Außenweide. Wenn es da irgendetwas geben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Bin ich gern bereit, das irgendwie noch hinzubekommen. Ansonsten würde ich sagen, Starkstrom oder wie auch immer. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr konntet ein bisschen was sehen. Es ist in Ordnung für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Ernie. Ciao, ciao.